Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bausimulator zusammen mit dem Werner. Und dem Ansgar, Grüße. Wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und es war genau richtig, dass wir da aufgehört haben. Denn kurz nach dem Ende unserer Aufnahme, ohne dass wir es wussten, ist das Spiel abgeraucht. Ich weiß nicht warum, aber wir wurden beide rausgeschmissen aus dem Spiel. Heute geht es aber trotzdem weiter. Gespeichert wurde glücklicherweise alles. Und was machst du da jetzt gerade, Werner? Wir müssen jetzt Deckenelemente, Betondeckenelemente verheben bzw. in die richtige Position bringen. Oh. Da zahlt sich der Kran, den wir da jetzt aufgestellt haben, doch jetzt wieder aus, ne? Ja, mit dem Mobilkran wäre es doch besser gewesen, finde ich. Aber ja, weiß ich nicht. Aber wir haben ihn uns mal geleistet. Wir hatten zwar das nicht stimmt. Das Geld, aber wir haben ihn uns mal geleistet. Das ist auch gut. Eine Sache, die jetzt in Kürze abgeschlossen ist. Also wir können bereits die nächsten Schritte anvisieren. Ja, wir müssen danach wieder mit der Betondecke weitermachen. Das heißt, ja. Es wird wieder ordentlich gegossen hier. Dann brauchen wir noch eine Materiallieferung. Das habe ich ja schon abgeschlossen, das Projekt. Und wir brauchen Fertigwände. Und die würde ich sagen, hole ich uns jetzt mal bei dem örtlichen Fachhandel. Ich kenne die Monika, die Verkäuferin, da ganz gut. Oh, die macht einen guten Preis und macht das die Wände extra dick für uns, dass das auch alles nicht einstürzt. Ja, und dann müssen wir später nochmal gießen. Und dann müssen wir wieder Fertigwände platzieren. Dann muss noch Wellblech platziert werden. Dann muss noch eine Leitung gebaut werden. Dann muss noch Aushub hier rausgebracht werden. Das heißt, wir werden nochmal baggern müssen. Werner, Grüße. Und dann der Kälbeschein kommt. Brauchen wir noch Kies und dann ist die ganze Nummer hier auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben noch eine ganze Menge zu tun, aber ich würde sagen, wir starten erstmal. Und ich fahre jetzt einfach mal 3.50 Uhr zur Fertigwandfabrik. Ja, frühe Vogel, ne? Wir wissen ja, wie es ist. Die zweite Schicht ist das, glaube ich. Nachtschicht. So, naja. Ich bin auch schon gleich fertig hier. In den USA sind die Häuser ja oft so aus so einem ganz komischen Material, ne? Also sind die, man sagt immer, die Wände sind da aus Pappe, also die sind so ganz dünn. Das ja. Ist so, die sind teilweise sehr minderwertig da gebaut. Oh, ich habe eine schlechte Nachricht. Mach keine Faxen. Der Beton geht zur Neige. Ah. Ich bin jetzt gerade außer Haus. Ja, ist kein Problem. Hier ist die Fertigwandfabrik. Ja. Gerade ein bisschen gesucht hier. Ich bin der Pumpenmeister, ich sehe mich da schon. Ne? Also, der Pumpenmeister. Wenn es eine internationale Pump-WM gibt, dann bin ich da ganz weit vorne. Es hat nicht für viel gereicht, aber der Pumpenmeister. Ist richtig. Werner, kurze Stilkritik. Du weißt, auf dem Bau ist auch... Was trägt man auf dem Bau? Arbeitskleidung, Bauhelm. Richtig, Engelbert Strauß. Mhm. Und eine kleine Stilkritik möchte ich an deinem Outfit äußern. Mhm. Was hast du dir bei dem Helm gedacht? Den gab es in der Menge günstiger. Ja. Und das war eine Aktion, haben sich junge Künstler dran versucht. Ja. Und da habe ich gesagt, das muss ich unterstützen. So. Und den gab es günstiger, weil den nicht so viele andere Leute wollten. Ja, das ist halt ein älteres Modell, sage ich jetzt mal so. Und ein besonders hässliches Modell. Das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber es ist ja so, guck mal. Auf dem Bau ist man ja nicht wegen der Optik, ne? Man muss ja hier schaffen, leisten. Ja. Und deswegen war mir das ziemlich egal, wie das aussieht. Hauptsache, mein Kopf ist geschützt. Das ist ja auch wichtig. Ja, jetzt folgendes. Ich werde gleich mal zur Baustelle kommen. Und dann werde ich dir mal meinen Helm zeigen. Ja. Und da kannst du ja dann vielleicht einfach ein kleines Beispiel dran nehmen, ne? Der ist doch sicher gebrandet. Naja, der ist auf jeden Fall hübscher. Mhm. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich hier Fertigwände gekauft und jetzt laden die mir das nicht automatisch hier drauf. Was ist das dann? Das ist aber, muss ich mal hier zu Monika gehen. Sagst du, Monika, das ist so Paket nicht. Paket laden. Habe ich vergessen auszuwählen. Müssen wir woanders nächstes Mal hinfahren. Draufgeladen oder was ist jetzt hier? Das war natürlich sehr günstig jetzt. Ah ja, ist draufgeladen. Geht los. Wahnsinn, vorsichtig hat einen hohen Schwerpunkt, die Ladung. Ach. Immer geradeaus. Mhm. Die Wege sind hier teilweise schon ziemlich lang. Also die kurzen Wege mache ich ja meistens dann doch irgendwie so. Aber die langen Wege finde ich ein bisschen zu lang. Da nutze ich gerne die Schnellreise. Wie machst du das? Ja.
genau so. Ich habe am Anfang wirklich akribisch versucht, jede Ampel stehen bleiben und so weiter. Als ich dann wirklich nach 2 Folgen ungelogen auf der Baustelle ankam, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Nach 2 Folgen. Also da habe ich gedacht, das waren spannende Folgen. Ich will auch noch einen ganzen Daumen nach oben. Ja, ich will auch noch was vom Spiel zeigen, habe ich mir gedacht. Also. So, jetzt mal kurz Schluss hier mit den Betonarbeiten. Ich möchte jetzt mal meinen Helm präsentieren. So, dann komm mal ran. Da kannst du mal ein bisschen Stil und Kein Uwe Vierkant. Guck wieso, mal. Wieso hatte ich nie Sechskant? Vierkant, der Vierkantschlüssel. Ja, ist ein gebrandeter, ne? Ist ein gebrandeter. Ja, und ein ziemlich schicker. Ist ein schön, will ich jetzt gar nicht. Oh, jetzt geht die Sonne sogar. Ja, wäre vielleicht aber was für dich, ne? Ja, wo gibt's denn im offiziellen Shop? Ja, du musst mal einfach nur den Code Endplay eingeben. Ah ja, das ist dann kommt der schon. Hast du auch so einen Code? Ich weiß es nicht, ich bin mir sicher, dass ich so einen Code habe, aber wenn, da steht der in der Videobeschreibung. So. Ne, ich meine jetzt hier so einen Code für so einen Helm. Nee, glaube ich nicht. So. Musst du mal besorgen. Ja, wir, bei uns wird Fokus auf Wertigkeit und Arbeit gelegt, weißt du, nicht auf hier Optik. Aha, okay. Aha. Ja, ja. Lassen wir mal so stehen. Ja, machen Sie mal fertig hier mit der Decke, ne? Ja, ich bin dran. Geld, ne? Für Mittag. 26. Bald ist Knopperszeit. Das wird uns nicht bezahlt. Das stimmt allerdings. Vielleicht eine Beefy? Muss mal kurz aus dem Weg gehen, glaube ich. Ah, nee. So geht es auch. So, die nächsten Sachen. Hier ist wieder Kran-Action angesagt. Pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Jetzt geht's los. Wir probieren das jetzt mal mit dem Kran nochmal aus, aber wenn das wieder so ein Fiasko wie in der letzten Folge gibt, dass nämlich hier gar nichts mehr geht, dann machen wir es lieber ein bisschen anders. Ja, dann holen wir nämlich noch den Mobilkran dazu. Jo. Eigentlich, nee, ich hol direkt den Mobilkran. Hol direkt, ich würde schon mal anfangen, dann gucken wir mal. Ja, genau. Mach mal. Los! Erstmal muss ich den Betonmischer ausschalten, bevor es hier eine Katastrophe gibt. Brauchen wir den später? Ja, wir brauchen den später nochmal. Ich glaube, wir müssen nochmal gießen, ja? So, ab in den Kran, mein Lieblingsplatz. Neben dem Bagger. Kennst du das, wenn sich im Hals schon so langsam so ein Kratzen anbahnt? Ja, das ist der erste Weg zur Grippe. Ja, oder zur Erkältung. Ja. Und zumindest zu Halsschmerzen. Und genau das habe ich heute schon den ganzen Tag. Mach nichts falsch. Wir sehen uns bald. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Oh. Bist du eher so ein Typ, der mal schnell krank wird? Oder sagst du, eigentlich, mich haut so schnell nichts weg? Also eigentlich haut mich so schnell nichts weg, aber also ich habe immer mal so Erkältung, so Halsschmerzen und so, das habe ich schon immer mal, aber so jetzt irgendwelche so heftigen Sachen, wo man dann wirklich auch im Bett liegt, das habe ich eigentlich so gut wie nie. Okay. Aber gut, ich glaube, es ist auch, wenn man Kinder hat, ne? Dann ja, dann geht das, dann fängt man sich da alles ein. Wie mal ein Kollege von mir gesagt hat, die Plagen bringen alles nach Hause. Ja. Den Kollegen kenne ich glaube ich auch. Ja, schwierig. So. Ach, wir können ja hier schon Fertigwände, können wir schon platzieren. Ja, dann machen wir das ja direkt. Ich mache hier die kleinen Paletten, die hier im markierten Bereich stehen. Du musst ein bisschen höher fliegen. Ja, mach ich. Ach, die Liebherr-Geräte ist halt einfach herrlich. Ne? Es ist Liebe. Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben unter dem Liebherr-Video, Liebherr, damit könnte er sich nicht anfreunden. Okay. Aber da muss ich sagen. Tja, dann kann man sich auch mit dem Zuschauer nicht anfreunden. Nee. Ne? Das ist halt einfach schwierig. Habe ich kein Verständnis für. Die Frage ist, glaube ich, immer Caterpillar oder Liebherr? Das ich sehe in Europa tatsächlich mehr Liebherr. Naja, sind hier, glaube ich, auch. Klassisch. Weil ich immer so ein bisschen schade finde, dass Volvo so ausgegrenzt wird. Ich bin ein absoluter Volvo-Fan. Die waren zum Beispiel nicht auf der Bauma. Das ist sehr komisch. Ja, die haben sich da irgendwie verschätzt. Die dachten, das ist noch nicht so, ist noch nicht an der Zeit für eine große Messe. Okay. Ich glaube, ich habe die falsche Palette aufgenommen. Sehr gut. Ah ne, die gehört in das. Wo in das. Was machst du da? Arbeiten. Hat man dir gesagt, dass man die einzelnen rausnehmen muss? Ne, erstmal muss man den gesamten. Achso. Und da muss man, glaube ich, hingehen und dann kann man die einzeln nehmen. Ciao. Du machst das. Sicher, ich komme doch vom Bau. Guck mal, jetzt mache ich die Transport. Sicherung hier ab, den Transportrahmen. Riechst du schon mal den ersten Finger an, glaub. Ja,
Bisschen Schwund ist immer. Mhm. Grüße an die Berufsgenossenschaft. Aber du trägst ja gute Arbeitskleidung, ne? Ja. Von dem her. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Was soll passieren? So. Und jetzt können wir hier Wände setzen. Los geht das. Los geht die wilde Fahrt. So, hier habe ich noch eine Palette. Wohin gehört die hier? Ah. Weißt du, was mich gewundert hat? Was denn? Der Paletto, der Paluten, ja. Der hat ganz wenig Bausimulator nur gespielt. Ja, warum das denn? Ja, das hab ich mich auch gefragt. Das ist doch ein super Spieler, nicht genau sein Ding. Ja, besser als die Simulatoren, die er sonst so oft spielt. Ja. Aber ich glaube, der hat eher so Spaß an den nicht so guten Simulatoren. Er ist momentan, glaube ich, ist er nicht. Quatsch, habe ich jetzt verwechselt. Was denn? Ich habe gedacht, er ist wieder Minecraft-Fieber. Nee, aber im Moment ist irgendwie Craft Attack, ne? Ja, Craft Attack 8 oder sowas, glaube ich. So. Du bist ja richtig drin. Ja, natürlich. Im Konsument, ja, hätte ich schon gar nicht gesagt. Alter Mann bist du. Mhm. Guck ich mir an, wie die Jungen da 8 Tage durchstreamen. Sich ein Level ab nach dem anderen reinpfeifen. Link dazu in der Video. Auf der Baustelle wird, glaube ich, auch 4 Blitzen gegessen. Und getrunken. Oh. Auf der Baustelle kann es auch haben, dass er um 6:30 morgens schon mit dem Red Bull neben dir steht, ne? Also. Ja, gut. Das ist keine Seltenheit. Und Zigarette. Ich kenne niemanden auf der Baustelle, der nicht raucht. Das ist einfach so. Upsala. So, langsam baut sich das Haus, aber ich glaube, ich muss gleich nochmal Elemente hier holen, weil das sieht noch nicht so ganz fertig aus hier. Mhm. Da fehlt noch was. Mhm. Da fehlt noch was. Fertigwand Element Beton, ja. Ja, dann du holst. Aber mir ist das egal. Du bist schon fertig, ne? Ich bin fertig, ja. Ja, ja, dann hol mal. Ich mach den Haken noch nach oben. Oh, ein Flugzeug ist über uns. Ehrlich? Hier war gerade der Schatten von einem großen Flugzeug. Hä? Ja. Na nu. Mahlzeit! Geht der richtig flott, machst du das? Mhm. Als hätte er sein Leben nichts anderes gemacht. Ja, du musst noch mal einmal dahin und dann dich in die Fläche stellen und dann einfach da das Paket laden. Okay. Dann haben wir es komplett. Was folgt denn danach noch? Das ist der unmittelbar nächste. Mauerwerk. Wir müssen das Mauerwerk errichten. Müssen wir hier richtig... Müssen wir bauen? Ich habe die Kelle zu Hause gelassen. Ich hab's nie in der Hand gehabt. Naja. So, ich habe hier... Oh, die, ich, so viel habe ich gar nicht mehr bekommen, ne? Ja, ein Ding, ne? Das Gerüst ist so halb leer, hätte ich gesagt. Ja, ja, das kann schon sein. Doch, bring mal vorbei. Bring mal vorbei. Ich warte. Ja, habe ich mitbekommen. Ich bin auch schon im Anflug. So, da ist er nämlich schon. Ja, komm mal ran auf den Meter. So, ich fahr mal da rückwärts rein, ne? Nee, jetzt hier keine Kunststücke. Gelernt ist gelernt. Nee. Nee. Nichts gelernt. Hey. Geht schon? Du sitzt auch wie King Larry da drin in der Kabine, ne? Ja, genau wie der. Mein großes Vorbild. Wo muss ich hin? Da rechts noch. So. Kranfahrer immer gern mögen ist, wenn du während dem Ausrichten nochmal dich bewegst. Das ist richtig gut. Geheimtipp für alle Bauarbeiter, sagst du? Natürlich. Wenn ihr euch beliebt machen wollt, dann... Hier steht ein Anhänger drin. Geh mal hin und mach mal, pack mal aus hier. Achso, ist da noch eine Folie rum? Ja. Transportsicherung genannt. So. Mach mal fix mit dem Sendemesser durch und fertig. Jo. Zack. Radschreck. Ab den Lachs. Und geht. Geht weiter. Ist da Pfand auf diese Gerüstrahmen hier? Weiß ich nicht.
Geh mal zum örtlichen Supermarkt. Ja. Probier mal aus. Einen Automaten reinschieben. Gucken, was rauskommt. Ach so, ich könnte dir helfen, ne? Aber... Nee, ich glaube, das lohnt nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist halt immer das Problem, was ich hier so ein bisschen mit dem Bausimulator im Multiplayer habe, ne? Genau diese Situation. Man hat im Prinzip schon die nächsten Schritte vorbereitet. Und dann kann jetzt wirklich nur einer effektiv arbeiten. Die Frage ist, ob das besser wird, wenn du den zweiten Auftragslot freigeschalten hast. Ja gut, weißt du? Dann wird es natürlich besser, aber dann hat man, dann arbeitet man natürlich nicht mehr zusammen an einem Auftrag, sondern dann arbeitet jeder so für sich. Wobei ich mir das besser vorstelle, weil du halt auch die Geräte, die du hast, vielseitig einsetzen kannst. Auf mehreren Baustellen. Ja, aber das Spiel ist dann natürlich auch sehr schnell durchgespielt, ne? Weil ja, dann hast du natürlich sehr schnell alle Fahrzeuge. Also wenn du das ein bisschen ausreizt, wir haben ja auch schon mal geplant, dass wir so wirklich einen fixen Fahrer haben. So einen Springer, der so Bagger und Betonmischer fährt, aber dann bist du halt gleich mal fertig mit der Geschichte. Hm. So, letztes Element. Wann haben wir's? Und dass man die Nacht nicht überspringen kann, aber das soll ja noch kommen. Ja, wobei ich sie nicht sehr dunkel finde. Also das ist schon. Nee, aber trotzdem nervig. Also ich finde es immer schöner am Tag zu arbeiten. Ja, zumal in der Nacht halt auf der Baustelle auch normalerweise nicht gearbeitet wird, ne? Da wird Wahres dran. Da ist ja Freitagmittag, fällt jedem die Kelle aus der Hand. Mhm. So, da sind wir doch. Auch, du machst das schon mit Gefühl, das sehe ich. Naja. Grobmotorisch. Gut. Wand muss gemauert werden. Armer Mauern, bitte. Ja, da glaube ich, müssen wir beide hin. Oder müssen wir da jetzt was hineinheben? Oh, einfach nur Mauern. Armer Mauern, bitte. Du bist runtergefallen. Jo. War ein kleiner Test. Wollte meine Sprunggelenke hier nochmal kurz überprüfen. So, na, los geht das. Aufgeschnitten. Ah, schön gemauert. Das macht er nicht zum ersten Mal, hör mal. So, Wasserwaage weg und gut ist. Aha. Ich glaube, wir haben noch einen Kommandoraum hier gebaut. Hm? Es nimmt langsam jetzt die Baumaterialien. Ich bin runtergefallen. Problem kenn ich. So, hier ist noch eine Palette. Ah. Ah, hier. Auspacken, jawohl. Machen wir das mal. Ah. Aber wie schön gemacht. Und wieder Beton. It is wieder soweit, Werner. Betongießen ist angesagt. Das ist kein Problem. Die Pumpe ist noch warm. Ah. Wie geht das los? Irgendjemand hat das an Kran stehen lassen. Ich weiß nicht, wer das war. Ja, machst du drüber, ne? Machst du Freestyle. Machst du drüber. Hier bleibt alles auf dem Bau. Oh, oh, oh. Sehr elegant. Kleines Ballettkunststück, was wir hier sehen. Ja, dann mach mal auf den Hahn. So, warte mal, wir müssen ein bisschen näher, sonst spritzt das wieder auf die Straße. Ja. So, jetzt habe ich hier. Storno. Komm. Mach keine Faxen jetzt hier. Werner. 13:30 schon wieder rum. Noch nichts geschafft heute. Ja, ich gebe mein Bestes. Mitarbeiter des Monats. Mhm. Auch der Einzige. Ich sitze hier schön, ich betreue die Gerätschaft. Ja, das ist gut, die Überwachung ist auch wichtig. Ich mache, richtig und wichtig, ich mache betreuende Dienstleistung hier. 2% noch. Ich weiß, ich bin dran. Einer noch. So, fertig. Ah. Ich glaube, der Kran ist im Weg. Ja, nicht nur der. Moment. So. Ich hab dich mal kurz abgewürgt. Was muss denn, jetzt muss hier vermutlich der Fermenter gebaut werden, ne? Das ist ja hier unser Metier, deswegen dachte ich auch, machen wir das mal zusammen. Ja. Weil das ist ja im Prinzip genau das, was wir lieben. Richtig. So, müssen wir nochmal betonieren, glaubst du? Ja, ich glaube, da kam nochmal was. Okay. Dann fahre ich den mal nicht komplett auf. So. Oh. Aha. Wände gießen. Es ist wieder soweit. Schönes Ding. Schön, dass das Ding mal komplett eingefahren wurde. Kann ich hier mit dem Betonmischer gleich wieder losfahren. Nee, du. Ja, aber sieht man, was da alles vonnöten ist, um sowas aufzubauen.
Was glaubst du, kostet so eine Biogasanlage in dem... Es kommt ja immer sehr auf die Leistung an, aber jetzt so in diesem Größen... Also ich denke, dass du mit einer Million nicht auskommst. Mhm. Glaube ich nicht. Aber es muss finanziell auch richtig scheppern, so eine Biogasanlage. Glaube aber, dass die auch auf lange Zeit gerechnet ist. Ja, ja. 20, 30 also, Jahre. Ja, ja, sowas. So, geht wieder los. Läuft. Ja. Moin. Muss ja auch einiges, wenn sowas undicht ist, ne? Dann ist das, ist das Geschrei groß. Das ist ein bisschen Präzisionsarbeit, was ich mir da gerade angucken muss. Und dann sind wieder fertig Wände, aber die werden ja vermutlich hier schon Wellbleche, Rohrleitungsbau, Aushub. Ich glaube, ich kann jetzt hier gar nicht mehr irgendwie groß Sachen ranholen. Weil ich glaube, das wird alles schon hier drauf sein. Beton. Ah, Moment. Ah, wenn die finanziellen Mittel da sind, ne, dann geht das. Jo, ja, wenn wir flüssig sind. Ja. Bist du so ein Ding auch schon mal? Hast du sowas auch schon mal gesteuert, so eine Betonbüte? Leider nicht. Bin ja immer so, wenn ich irgendwo die Chance habe, versuche ich ja immer alles mitzunehmen. Mhm. Weil du bekommst die Sachen halt einfach nicht jeden Tag auf dem Präsentierteller. Was tatsächlich sehr, sehr häufig ist, muss ich sagen, ist Baggerfahren. Ja, das ist auch, ja, das ist natürlich fast auf jeder Baustelle gefühlt so, ja, ne? Musst du das auch manchmal sozusagen beruflich machen oder ist das immer nur so für dich so ein Spaß? Es ist, also beruflich machen ist es weniger, es ist meistens oder sehr, sehr viel ist es einfach nur wegfahren, weil die halt im Weg stehen oder weil die halt, ne? Ah, okay. Ja. Und es ist halt immer noch so, wie es früher war, so ist es heute immer noch, dass die Schlüssel einfach aufliegen. Auf dem Reifen? Ja, ja, auf dem Reifen oder in irgendeinem Kasten oder irgendwas. Das kenne ich noch vom Träger. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ja, ich meine, ist natürlich blöd, wenn der weg ist, der den Schlüssel hat. Klar, aber das stimmt. Ganz sicher ist es nicht. So, der nächste Abschnitt ist fertig und wir müssen wieder mal den markierten Bereich räumen. Wie müssen wir denn unsere Transportgeschichte hier, wie geben wir die denn zurück? Die Gestelle? Ja. Da glaube ich, kannst du rangehen und einen Knopf drücken. Oh, dann mach ich das mal. Ich muss mal gucken, wie ich das hier einfahre. Rücktaste. Das ist ein Fall für die Rücktaste. Ja, ein Storno. Ich hab schon. Ah ja, tatsächlich. Ja, Hub funktioniert. Ist auch wichtig, ne? Also ja, ja. Läuft. So, dann bauen wir das ab. Bin ja gespannt, was jetzt passiert. Was sehen wir jetzt hier? Aha. Uiuiui. Geht weiter mit dem Kran. Ja gut, das können wir wieder zusammen machen. Das können dann wir zusammen machen. Dann hole ich mir wieder hier meinen Mobilkran. Ja. Und dann geht das weiter. Arbeit schön, dass Silo gebaut. Nee, das ist der Fermenter. Sozusagen. Geschenkt wird einem hier nichts, ne? Nee. Aber kommt das noch? Ich glaube, man ist auch stolz, wenn man dann wieder vorbeifährt an der Baustelle und sagt, das habe ich gebaut. In der Realität im Spiel weiß ich nicht, ob man dieses Gefühl hat. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht, dass man dieses Gefühl hat? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, das ist dir egal. Irgendwann. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber glaube ich auch. Aber das ist natürlich wieder... Das ist jetzt... Ja. Das ist jetzt richtig. Also das ist die Geschichte, die wir auch bei uns hatten. Du nimmst eine Wand und dann backt die irgendwie im Boden oder irgendwas. Das ist halt... Da ist der Storno vorprogrammiert. Ja. Nee. Guck mal. Die erste Wand. Die... Ich habe gleich. Ja, wollte gerade fragen. Jo, steht! Super. Sind nicht mehr so viele, wie es mal waren. Das ist auch was. Wer hat sich das ausgedacht, dass man so aus einzelnen Elementen hier zusammenbauen muss?
Wird das wird wirklich der Fermenter so gebaut? Ich weiß, ich habe noch nie gesehen, wie man so. Ich auch nicht. Ich meine, ich könnte es mir vorstellen, aber. Hä? Ich könnte es mir gut vorstellen. Der große Vorteil von Fertigbeton ist halt die Schnelligkeit der Installation, ne? Ja, aber dass da so gerade Elemente, so Rechtecke reingesetzt werden. Ja. Kann mir fast nicht vorstellen. Aber wenn es so gemacht wird, ich habe auch keine Ahnung, ne? Aber schreibt es uns mal in die Kommentare. Wie wird so ein Fermenter gebaut? Lasst uns das gerne mal wissen. Vielleicht weiß es jemand von euch. Aber nur, wenn ihr es wirklich wisst. Es gibt ja manchmal auch so Kommentarschreiber, die schreiben, wer weiß was und haben selbst aber gar keine Ahnung. Das ist doch irgendwie ein bisschen unmöglich. So, okay, wir müssen das nur bei dem Großen hier machen. Der Kleine sieht schon relativ fertig aus. Okay. Ja, der Kleine, das ist halt mit der mittleren Stufe, ne? Mhm. Wenn wir jetzt auf ganz schwer gespielt hätten, dann müssten wir alle machen. Aber so spart man sich da immer ein bisschen was. Und wenn man auf leicht spielt, dann kriegt man weniger Geld, aber dann muss man fast nichts mehr machen. Ja. Das ist dann auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, Mittel ist schon... Wie hast du sonst immer auf deinem Spielstand gespielt? Wir haben jetzt immer Mittel gespielt, jetzt haben wir aber eine schwer angenommen, weil wir es mal testen wollten. Und? Bis jetzt kann man sagen, also, du musst halt mehr machen dafür. Ja, ja. Aber auch nicht schlecht. So. Kann man machen, wenn man halt ein paar Leute ist, macht schwer schon Sinn. Mhm. Wir verladen uns hier was zusammen, ey. Muss ja gemacht werden. Ja, ja. Egal wie. Boah, wie viel? Das nimmt gar kein Ende. Diese Elemente hier zu verladen. Also du musst mir vorstellen, das im Singleplayer alleine zu machen, weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, wenn du für ein Video ist es immer so ein bisschen schwierig. In einem Livestream kann ich mir das vorstellen. In einem Livestream und so privat jetzt, ohne jetzt irgendwie das zu kommentieren oder sowas, ja, kann ich mir auch vorstellen. Doch. Aber in einem Video ist halt... ja. Zieht sich dann, ne? Das ist halt immer die Geschichte. Hallo! Das ist unsere Maschine, ist keine Mietmaschine hier. Da war der Windböe. Jo, das wird's gewesen sein. Rechnung geht raus. Viel Feingefühl braucht man hier. Da hätte ich die Fahrzeuge weiter wegstellen sollen. Das ist sehr gefährlich, glaube ich. Ah. Jetzt kommst du hier wieder mit deinem Kran weg! Ich hab schon gesehen, dass du hier zugange bist. Es droht Gefahr. Kran, hier ist auch nichts verdichtet. Kein Kranplatz verdichtet. Wie soll ich hier 18 Tonnen drauf abstellen? Oder 40 Tonnen, oder wie viel so ein Kran wiegt. So ein Turmdrehkran ist schon was Feines. Echt? Also ich bleib Team Mobilkran. Ja? Ja. So langsam schwinden auch die Wandberge hier. Junge. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann verladen sie noch heute. Ich glaube, auf der Baustelle hätte man schon lange 3-4 Elemente mit einem Code zusammengeklemmt und da wäre einfach drauf los. Müsst ihr jetzt hier mir mein Teil klauen? Ja. Mach mal ab! Weg! Stopp! Das ist hier. Da hau ich den Storno rein. Ja. Dann mache ich den Komplettausfall hier. Werde hier provozieren. Welche Marke vermisst ihr noch im Bausimulator? Mir kurz überlegen. Wir haben Liebherr drin.
Wir haben, das haben wir auch drin. Gibt es eine Marke, die mir jetzt einfällt? Atlas? Volvo. Atlas? Moment, gibt's Atlas nicht? Ich glaube nicht. Volvo natürlich, logisch. Was ist denn dieser rote Bagger? Von wem kommt der denn? Atlas ist auch rot, aber ich war das nicht irgendwie Hemm oder? Ja, das war orange. Es gibt hier so einen roten Bagger, der hier immer... Hier, Atlas ist da drin. Ah, ist mit einem drin? Radlader, okay. Und mit einem Raupenbagger. Kann ich doch. Siehste. Was mir so ein bisschen fehlt, LKW-mäßig, ist Mercedes-Benz. Ja gut, das fehlt in jedem Spiel, ne? Na, glaubst du, dass die irgendwann mal in irgendein Spiel reinkommen? Also Bus-Simulator, da waren sie ja mal drin. Aber sonst... Ich finde im LKW-Simulator... Also, ja, dass die immer mitverdienen wollen. Ja, aber so läuft der Hase nicht. So, was soll ich euch sagen? Das ist ein kritischer Hase. Ja, aber... Nee, die kleinen Go's. Gibt ja viele Beispiele, die es vormachen, wie es funktioniert, ne? Ja, also selbst in Autospielen sind die ja enthalten, aber in Simulationsspielen... Ich weiß nicht, sind die mittlerweile im Euro Truck Simulator? Vermutlich schon. Ich weiß es gar nicht, schon so lange nicht mehr. Fällt dir eine Marke ein, die du gerne hättest hier? Nee. Also ich freue mich halt immer über so Spezial... Also markenmäßig finde ich, ist das Wichtigste hier, vielleicht jetzt auch abgesehen von Mercedes oder so, oder wie gesagt, Volvo könnte man sicherlich noch reintun und dann gibt es vielleicht noch so zwei, drei andere Marken. Aber ich freue mich ja immer, wenn so Spezialfahrzeuge in so ein Spiel kommen, ne? Also die so... Die so exorbitant groß sind und auch sehr kompliziert wie so ein Drehbohrgerät oder sowas. So, ja. Das finde ich immer gut. Und da ist mir die Marke dann auch egal, die das herstellt. Mir geht es dann eher um die Maschine. Das stimmt, ja. Und da dürfte ich ja gerne noch ein bisschen was Spezielles, weil jetzt hat man die Auswahl zwischen 3-4 Baggern und 3-4 Betonmischern und so. Das ist auch alles schön. Aber interessant wären natürlich irgendwelche Spezialfahrzeuge. Ey! Das ran! Das war Vorsatz. Ja, war ein Anschlag. Und was ich halt auch sagen muss, was ich halt auch sehe in der heutigen Zeit, gehören halt einfach Trecker auch auf die Baustelle. Ja, das finde ich auch, Das sieht man immer mehr. Auch. Ja, aber das hat man auf der Bauma erstaunlich wenig. Also eine neue Fendt wurde da präsentiert, aber ja, sonst habe ich... Valtra habe ich noch gesehen, aber sonst habe ich da nichts gesehen in die Richtung. Okay. Fehlt uns ein Element? Ja, sieht so aus, ne? Aber was ist das? Wo soll das sein? Ah, hier! Guck, hä? Wieso liegt das denn in der Straße? Was? Da hinten. Was ist das dann? Muss mal Licht anmachen, ich sehe nichts mehr hier. Oje. Na gut, solange es da ist. Naja, wie das da hinkommt, man weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Oh, ich glaube, da liegt ein Eichhörnchen drunter. Beerdigung. Mittag. Mahlzeit. Ich kann werden gehupt hier. Ja. Du hast gehupt. Gefahr, hier ist Gefahr. Du hast den Kran aber auch sehr gut platziert hier, muss ich sagen. Sehr gut aufgestellt. Das sagt man mir öfter. Ich bin doch alter. Nenn mich Ronny Schäfer. Ich bin alter Hase im Krangeschäft. Das waren jetzt 20 Elemente, die wir hier verhoben. Boah, ahnst es nicht. Boah, also doch, auch keinen Bock mehr. Ich muss hier Weltblech anbringen. Mach ich direkt. Ganz doch gar nichts. Natürlich, schon gemacht. Ich hab schon Weltblech angebracht, da war ich 8, da warst du schon 11. Bitte? So nämlich. Ah ja. Uiuiui, jetzt geht's aber hier rasant. So, jetzt ist es nämlich alles im Weg, was im Weg sein kann. Ja. Alles mal weg hier, Werner. Mal alles weg. Mal aufräumen hier. Schön die Straße blockieren. Oh, nee. 22:14 und wir sind immer noch nicht fertig.
Eieiei. Dramatisch, da. Einfach nur noch dramatisch. Tut man nicht alles für die Baustelle, damit die Baustelle fertig so, wird. Der Werner muss runter von der Baustelle. Jo. Runter. Ist aber schon ein stattlicher Fuhrpark. Nee, ist schon schön anzusehen, was wir hier alles doch, haben. So, Gasleitung. Ne? Was ist das nun wieder? Was ist denn hier los? Oh nee. Was ist denn hier los? Kennst du Domme? Ja, natürlich. Was ist denn hier los? Da sehe ich mich tatsächlich jetzt. Jetzt müssen wir wieder 20 Rohre hier verlegen. 11. Nee. Ja gut, was soll's? Was soll das Gejammer? Wir müssen starten. Das Rohr muss ja irgendwie rein. Das stimmt. Jetzt war hier eine Leitung. Können Sie das nicht ohne bauen? Direkt verfeuern. Das ist nicht nachhaltig. Auch kein Biogas? Na, vielleicht. Okay, wir müssen uns hier aufteilen. Du machst die rechte Seite, ich mach die linke Seite von dir aus. Jo. Haken wir uns hier gegenseitig ein. Können wir auch machen, aber bringt nichts. Nee, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. So, das kann man hier doch drehen. Naja, sehr schön. Sehr schön. Was ich tatsächlich im Spiel hoch anrechnen muss, ist das die Navigation. Mit dem, ja. Mit dem Hinweisen am Straßenboden. Das finde ich schon ganz gut. Ah, das habe ich ausgestellt. Ja, aber grundsätzlich ist das schon ganz nett gemacht, das stimmt wohl. Hey, jetzt stehe ich hier falsch. Ja, mach was so. Falsch geplant? Ah, ja. Weltenbauer hat für Liebherr auch tatsächlich einen Kranplaner entwickelt. Das ist eine Software, wo man dann berechnen kann, wie der Kran stehen soll und so, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ja, das ist so ein Industrieding. Gibt's jetzt nicht öffentlich. Sondern spezielle Software für Liebherr. Ja. Da ist Präzisionsarbeit und es ist alles dunkel hier. Ein paar Strahler hätten sie uns wohl geben können, ich oder? Ich bin sehr weit oben, ich sehe hier gar nichts von hier oben. Ja, ich sehe hier von weiter unten auch nichts. Aber ich muss sagen, also, ich beneide dich nicht um den Turmdrehkran. Nee? Nee. Ich bin da echt ganz zufrieden mit, also. Ist hin und her geschiebe, nee. Nee, 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 ist es nicht. Das du ist musst, es nicht. Du musst dafür geboren sein, das ist nicht jedermanns Sache. Als Kranfahrer geboren, als Turmdrehkran. Und wenn natürlich nur von Liebherr. Ja, natürlich. Werden wir eigentlich von Liebherr bezahlt? Nee, noch nicht, aber... Sie sollen uns aber gerne mal schreiben. Ja, du. Da sind wir nicht so. Da sind wir schnell gerne Fan. Oh, oh, oh. Okay, das ist Mist. Ein Rohr musst du hier gleich mal reinpflanzen. Mhm. Da bin ich geradezu. Obwohl doch, nee, ich weiß, wie ich es mache. Nee, ich glaube, ich krieg das hin. Jetzt ja, ist der Ehrgeiz geweckt. Ja? Challenge accepted. Call me Ronny. Ja. Hauptsache verdichtet, ne? Wie soll ich hier 40 Tonnen drauf abstellen? Kann mir das mal jemand erklären? Originale Nichtskönner! Mann doch! Dann noch die Geschichte mit dem Pfandmaß, ja, ja. Ja. 8 Meter. Ich wundere, wie viele Leute diesen Clip oder diese Sendung geguckt haben. Das ist ja auch so ganz schlechte Qualität nur, ne? Ja. Aber trotzdem Legende. Nett war auch, wie wo Ronny rumgeschrien hat, wie die ganzen Arbeiter da rumgelaufen sind, wie auf einem Ameisenhaufen. Ja, vor allen Dingen, wie er mit denen kommuniziert hat. Ja. Das war, sagen wir mal, nicht mehr ganz zeitgemäß. Früher kein Problem. Ja. Heute ist vermutlich auf dem Bau oft auch kein Problem, aber korrekt ist es natürlich nicht. Nee, nee. So, ach, du machst schon Feierabend? Wo ich, bitte. Wo jetzt zu und dann, ich leg mich aber hier hin, ne? Ich bleib hier oben, weil... Ja, leg die Beine hoch, oder? Ja, ja.
Hast zwar nichts geleistet, aber der Feierabend sei dir gegönnt. In meiner Welt war ich sehr fleißig. Ja. Wenn wir uns das alles schön einreden, dann glauben wir irgendwann dran. Ach, Bereich ausheben. It is wieder soweit. Ganz neue Geschichte. Meno. Was kostet denn hier so ein Bagger? Das ist eine gute Frage. Will ich wohl mal einen kaufen, ne? Oder willst du einen kaufen? Kredit, Zins. Oh, ich würde gerne einen kaufen. Ja, dann kauf du mal einen. Geh du mal in den Caterpillar. So, was haben wir denn hier? Ui, das ist aber auch hübsch. Oh. Den werden wir nur mieten, ne? Den ja, schon, ist vermutlich am sinnvollsten. Den haben wir schon Bagger. Wir haben jetzt den hier. Das ist aber auch einer der größten, den wir schon haben, ne? Schaufeln wir das auch einfach an die Seite oder würde ich schaufeln sagen. Wir das? Ja, okay. So, die Idee ist halt so lang rauszusuchen, bis Ansgar fertig gebaggert hat. Das merke ich gerade schon. Ich habe nicht mal angefangen. Dann sei dir gesagt, ob der Plan aufgeht, ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal wieder vertraut machen mit der Steuerung, aber ich glaube, jetzt habe ich es. Nee, doch noch nicht. Nee, lass dir Zeit, ne? Ah, jetzt habe ich es. Wir brauchen Licht hier. Das ist doch Licht am Fahrzeug. Naja, ich glaube mal eingeschaltet. Ah, ist zu dunkel. So, Unterstützung ist da. Aber die Schaufeln kriegt man irgendwie schwer voll. Ja, das stimmt. Weil man auch nie so richtig tief buddeln muss hier irgendwie. Es ist eine Wissenschaft für sich. Mit unglaublichen 4 km/h komme ich der Sache näher. Wir haben das jetzt nicht gemietet, damit du die ganze Strecke fährst. Nee, ich bin schon hier. Achso, ich dachte schon. Keine Faxen hier. Nee. Moin! Zeig dir mal, wie man einen richtigen Bagger fährt. Zeig mir das mal. Was hast du da mitgebracht? Hitachi, das fehlt mir noch ein bisschen im Schausimulator. Tatsächlich ja. Wo ich hier deine Modesünde hier an Bagger sehe. Ich hab mir gedacht, also, dass das Lieber Placement nicht zustande kam, kaufe ich keinen Lieber mehr. Wobei wir vielleicht schon fertig wären mit dem Lieber. Möglicherweise. Und vielleicht mit einem anderen Mann am Steuer. Uiuiui, gut, dass er nur gemietet ist. Die Schlüssel wurden mir überreicht mit der Aussage, der ist Kummer gewöhnt. Auch so ein Klassiker, ne? Das ist ein Gebagger hier. Wahnsinn, da. Wahnsinn. Oh, diesmal fast voll hier, die Schaufel. Lecco mio, da. Lecco mio. Sind die Schaufel eigentlich gleich groß? Oder vom Volumen? Weiß ich her? Nicht. Nee, also ich glaube, es gibt preisliche Unterschiede zwischen den Baggern. Und ich glaube, die sind darauf zurückzuführen, dass es auch unterschiedliche Volumina gibt. Okay. Ist aber nur eine freche Vermutung meinerseits. Ich weiß das nicht, ne? Ja, du hast studiert, du musst wissen. Fertig! Feierabend! Da hat er riesig ausgezahlt, den Bagger zu holen. Ja, aber muss zugeben, waren schon relativ flott jetzt hier. Doch, ja. Wo müssen wir denn hin? Ich dachte, wir müssen nur hier mal ein bisschen zur Seite fahren. Nee. Schaut doch. Fahr mal zur Seite doch! Das Ding ist kein, ne, also. Kein Go-Kart. Jo. Jo. Gut geht. Wie spricht man das aus? Dosan?
Ich denke schon, ja. Lausanne. So, ich organisiere uns mal einen Folgeauftrag. Besser, bitte nicht. Bitte keinen Folgeauftrag. Gieß liefern und verteilen. Es ist wieder soweit. Wo müssen wir den denn hinbringen? Ja. Hier ist alles voll mit Baumaschinen. Ach du liebe Zeit. Guck mal, da ist jetzt das gegenüber die Wohnung, ne? Von der Sibylle. Ja. Da schläft der kleine Lukas hier am Fenster. Dem packe ich jetzt einen Bagger vors Fenster. Mit Beleuchtung. Natürlich. Der hat einen schönen Schultag. Ja. Auch da sag ich mal, toi, toi, toi. Hier müssen wir jetzt Kies reinschütten. Das kann ja was werden. Ja, dann. Attacke. Ich nehme hier mal den Bell. Gucken wir mal, wie viel da wir da reintun müssen. Ja, kann man eigentlich auch in den Auflieger, den wir jetzt an dem MAN haben, kann man da auch Kies reintun? Nee, das ist ein reiner Baumaterialtransport-Trailer. Hm, okay. Ich habe leider keine Sattelmulde, habe ich auch schon angeprangert, dass es das nicht gibt. Nicht frech. Eine Sattelmulde hätte schon sein können. Hier mit so einem Bell darf man überhaupt nicht über die Straße fahren, ne? Eigentlich nicht, das ist ein reines Baustellenfahrzeug. Was mir halt komplett fehlt, Containerfahrzeuge. Containerfahrzeuge? Also es gibt keine Baustelle, wo du nicht mindestens so einen Container siehst, so einen Müllcontainer oder so einen Schuttcontainer. Ach, das gab's doch im alten Bausimulator. Ja, aber hier gibt es nicht mehr, im neuen ist nichts dabei. Weißt du, was auch nicht mehr im neuen Bausimulator dabei ist? Was denn? Dieses Begleitfahrzeug. Jo, stimmt. Aber es gab den Sprinter damals. Der ist auch rausgeflogen. Ja, weißt du, was auch nicht dabei ist? Dieser große Bagger, den du gesagt hast. Zum Löcherbohren. Drehbohrgerät. Drehbohrgerät. Doch, das gibt's. Ja? Warte, muss ich gucken. Ich hab nicht mal. Guck mal im Shop. Das meine ich, habe ich eben noch gesehen. So. Ich hab einen Online-Zugang. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Gönn dir mir hart. Mies. Mies ist das doch, Wort. Tatsächlich. Da hast du recht. Drehbohrgerät. Das war noch als DLC, glaube ich, im letzten Teil. Ja, nee, ist dabei. Okay, ich glaube, wir brauchen viel. Viel? Ja. Dann miete ich mir noch was. Man könnte natürlich jetzt, ach komm, wir lassen das einfach direkt hier füllen. Ja. Oder? Machen wir so. Oh, ich sehe schon den Haufen, Ansgar. Ja, man kann ja jetzt hier nicht durchfahren. Man muss ja hier von der Seite abladen. Soll ich mit dem Bagger ein bisschen gerade machen? Ja, ja, mach mal. Da steht ja auch irgendwie verteilen dran. Vielleicht kann man da noch irgendwie was deichseln. Das ist aber auch schwierig, gleichmäßig zu verteilen mit dem Ding. Schwierig bis unmöglich, möchte ich sagen. Ich sag mal so, Leute mit Skill? Ja. Guck mal jetzt. Sag ich dir mal. Kannst du nicht nur ein Stückchen aufgeben, damit nicht alles rausgeht? Ja, doch. Aber es gibt dann immer diese Schwelle, wo dann ganz viel auf einmal rauskommt. Ja, da ist er, die Schwelle. Ja, okay. Ah, das hast du jetzt aber schon viel besser abgeladen. Naja. Ich habe mich eben nicht getraut, hier reinzufahren, aber jetzt habe ich es einfach mal ausprobiert. Danke für die Mithilfe, Werner. Mhm, so bin ich. Das war's jetzt, markiert den Bereich Räumen, ehrlich jetzt? Ich bin angekommen. Da fahre ich wieder raus. Ich glaube, du brauchst nichts mehr. Nee, nee, ich habe verkauft noch. Ah. So, was kommt denn jetzt? Gieß verdichten. Müssen wir wieder mit der Walze machen, oder was? Weiß ich nicht. Obi Owa. Ich fahr mal rauf, ne? Kiesverdichtung mit der Erdbauwalze. Gut, das war der Asphalt. Am Zementwerk. Oder sind die verhüllt? Schön, dass du drauf fährst. So. Aber das bringt nichts, oder? Nee, das bringt leider nichts. Ich war eine Idee, aber. Ja, ich meine, in der Realität müsste es ja auch eigentlich was bringen. Oder? Ja, eigentlich schon. Oder zumindest mit der Schaufel drauf rumstampfen. Bisschen andichten. Mahlzeit! Grüße! Der arme Kerl, der jetzt hier zur Schule muss, der hinter den Wagen in die Fensterscheibe reingestellt hat.
Unmensch bist du. Hat dir das mal jemand gesagt? Ja. Das du öfter, ich, ne? Komm ich mit klar. Ja, noch schlimmer. Da steigt er übers Wellblech. Muss er das testen, ob das alles hält. Mhm. So, geht er wieder los hier. Da geht doch direkt die Sonne auf. Mhm. Die kommt wirklich sehr plötzlich, ne? Ja. Da denkst du immer, Sonnenfinsternis? Ja. Nicht ganz fachgerecht, wie das hier verdichtet wird. Ist auch nicht sehr... Kein Meisterbetrieb. Nicht sehr wendig, glaube ich, wenn ich mir das so angucke. Das ist voller Winkel. Steuert sich gar nicht so gut. Aber der Spuk ist gleich vorüber. Ja, mal ja. Kurz in eine andere Richtung gucken, dann haben wir es gleich. Was kommt denn hier hin? Das ist das Silo, oder was? Ich glaube, ja. Warte, ich guck mal nach. So, was ist das hier? Haldenbau. Die Halde? Was ist denn eine Halde? Frage. Keine Mülldeponie hier. Nee. Müssen dann noch Spezialteilplatzierung kommt danach. Aha. Ich sehe mich schon wieder im Kran, ey. Sehe ich dich auch. Ein richtiger Kranauftrag ist das hier. Ja, da hast du einen Schlenker drin da vorne. Ein einziger Schlenker ist das hier. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Na? Na? Aha. Jetzt aber. Aus dem Lachs. Vielleicht bin ich im Weg. Mhm. Ich bin schon wieder im Weg. Ah. Spezialteil. Zeit für den Kran. Haben wir noch gar nicht gehabt. Pass mal auf, ich werde in der Zeit mal den ganzen Müllhaufen hier aufräumen. Wir mach haben das, unglaublich viel. Wir müssen ja danach, glaube ich, nicht. Nee, das ist das Letzte. Mhm. Dann würde ich jetzt mal alles per Schnelltransport zum Firmengelände zurücksetzen, weil ich glaube, das gibt sonst nichts. Den das Kran lasse ich mal hier, falls ich gleich nochmal dem Praktikanten da ein bisschen helfen muss. Mhm. Ja, war ja nur Blödsinn. Aber. Fährlich. Ach ja, und auftanken, das könnte ich vielleicht auch mal machen. Wir hätten uns das hier alles sparen können. Man kann auch mit dem Bagger hier alles verladen. Stimmt, aber der ist nicht so wendig. Nö, ja, stimmt wohl. Aber ausprobieren werde ich es trotzdem fürs letzte Element. Ja, warte, dann nehme ich das letzte, nimmst du eins vorher. Mahlzeit. Oh, ich glaube, ich habe deinen Platz weggenommen. Naja. Das ist jetzt genau die Strecke, die ich nicht mehr. Jetzt schleift er. Ah! Fertig! So, wir können wohl. Oh, der Kran muss abgebaut werden. Das werde ich mal veranlassen. Kannst du den auch direkt zurückgeben, ne? Jo. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Bärbel, warte. Die Umweltbau. Bärbel! Die Bärbel ruft! Bärbel! Bärbel! Ich bin schon gleich da. Muss man auch das Bärlauchbrötchen nehmen. Ach, wenn die wenn die Bärbel ruft, dann... Ja, dann muss man da sein. Beine in die Hand nehmen. Grüß dich, Bärbel. Gute Arbeit, die du und dein Team da geleistet habt. Danke, die Bauernhöfe können jetzt den überschüssigen Mist hier abliefern und die Region bewegt sich weiter in Richtung nachhaltige Energieerzeugung. Das wird der Stadt eine deutlich bessere Ökobilanz einbringen und hoffentlich Frieden zwischen Landwirtschaft und Anwohnerinnen und Anwohnern stiften. Wichtig und richtig? Nee, Quatsch. Ach so. Ah, herrlich! Guck mal, was wir hier. Und die Fackel. Wenn die Fackel brennt, ist aber eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, ne? Weiß denn, doch. Das ist überschüssiges Gas, oder? Ja. Aber man will ja eigentlich nicht überschüssiges Gas produzieren, oder? Naja, eigentlich nicht. Naja, schön sieht's trotzdem aus. Nee, haben wir doch schön hier zusammengebaut. Haben wir gut gemacht. Also doch. Ich habe halt 90% davon gemacht. Nee, also ich meinte ja auch hier mit dem Team und so, ne? Ja, ich musste ein bisschen lachen innerlich. Der Praktikant, der stand mehr im Weg rum, als das irgendwie geholfen hat. Ich wollte nichts sagen. Den Folgeauftrag müssen wir halt auch mitnehmen, ne? Ja. Ja, nächstes Mal strengst dich ein bisschen an, ne? Ja, ich gebe mir Mühe, so ist es. Was du dir hier zusammengebaut hast, Katastrophe. Ja. Guckt sich weg. Sonst das nivelliert sich aus hier alles. Normal, ne? Also. Naja, okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Haben wir wieder einen Auftrag geschafft und haben ja auch ein paar XP und ein paar Moneten dazu bekommen. Und ich weiß gar nicht, ich meine,
im Prinzip haben wir jetzt fast jede Fahrzeugklasse. Also eine Betonpumpe könnte man sich jetzt noch kaufen. Vielleicht noch einen Radlader, das wäre vielleicht auch noch eine schöne Sache. Und dann hier so Asphaltkram und so. Aber ach, der Motor, hast du schon mal mit dem Motorgrader oder Grader? Nee, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Gearbeitet? Was ist das denn Schönes? Da habe ich ja Bock drauf. Uiuiui. Ah, das ist, glaube ich, anstatt eine Erdbauraupe, kannst du da den Boden gerade ziehen, bevor die Asphaltschicht kommt. Also ist wie eine Walze sozusagen. Ich glaube, ja. Ah. Aber nur, ja. Können wir mal testen, ne, das Ganze. Müssen wir mal testen. Gut, aber da sehe ich mich auf jeden Fall noch drin und ansonsten sehe ich mich auf jeden Fall auch noch im Coupé. Aber das schauen wir uns in einer anderen Folge an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr sagt, den Bausimulator, den brauche ich auch, dann ist der Link beim Werner und bei mir in der Videobeschreibung mit dem entsprechenden Code versehen. Könnt ihr dann noch mal ein paar Prozent sparen. Das soll es allerdings soweit für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Tschüssi.